Unser Team arbeitet immer an neuen Anwendungen, mehr Nutzerfreundlichkeit und an noch mehr Sicherheit. Ab jetzt bieten wir Ihnen deshalb mit unserem Partner Mailvelop die Möglichkeit, Ihren Mailverkehr mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abzuwickeln. Auch Infologs können in Zukunft verschlüsselt angelegt werden und sind somit sicher vor fremdem Zugriff geschützt. Natürlich kann ich Daten weiterhin unverschlüsselt verschicken. Es ist aber nichts Neues, dass sich andere für unsere Daten interessieren. Firmen, die uns Werbung schicken, Geheimdienste, Internetbetrüger oder im beruflichen Umfeld vielleicht die Konkurrenz. Jeden Briefumschlag kleben wir zu. Kaum jemand zeigt seine Steuererklärung all seinen Nachbarn und wenn wir aus dem Haus gehen, schließen wir die Tür hinter uns. Natürlich müssen wir die Tür später wieder öffnen, was uns einige Sekunden kosten kann. Aber das ist uns unsere Privatsphäre wert. E-Mails hingegen sind wie Postkarten. Jeder, der sie in die Hände bekommt, kann sie lesen. Ob Sie sensible Kundendaten, interne Projektinformationen oder Liebesbriefe verschicken, es ist mehr als eine Überlegung wert, Ihre Mails zu verschlüsseln. Wir nutzen zur Verschlüsselung das PGP-Verfahren. PGP ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die zu übertragenden Daten werden auf Senderseite ver- und erst beim Empfänger wieder entschlüsselt. Das Besondere an PGP ist, dass es ein asymmetrisches Verfahren ist. Sender und Empfänger benutzen nicht denselben Schlüssel. Das macht PGP besonders sicher. Jeder hat einen öffentlichen Schlüssel, den er mit Geschäftspartnern, Kunden oder Freunden teilt. Meinen öffentlichen Schlüssel kann ich zum Beispiel auf einen Key-Server stellen, auf dem ihn jeder finden kann. Hinzu kommt ein privater Schlüssel. Den privaten Schlüssel kenne nur ich. In keinem Fall gebe ich den privaten Schlüssel weiter und er wird auch niemals per Mail verschickt. Möchte ich eine sichere Mail verschicken, kodiere ich sie mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers, den ich vorher von einem Key-Server geladen habe oder den er mir per Mail geschickt hat. Der Empfänger dekodiert die Mail dann mit seinem privaten Schlüssel, den nur er kennt. Es wird kein Schlüssel zum Dekodieren verschickt. Die Mail kann also nur mit dem passenden privaten Schlüssel wieder geöffnet werden. Zuerst haben wir Ihnen gezeigt, wieso Verschlüsselung wichtig sein kann und wie sie funktioniert. Jetzt erklären wir genauer, wie Sie mit eGroupware und Mailvelop verschlüsselte Mails und Infologs erstellen. Im ersten Schritt installieren Sie das Mailvelop-Plugin. Ich klicke hierzu wie gewohnt auf Mail verfassen. Im Mailfenster wähle ich dann das Schloss-Icon. Da noch kein Plugin installiert ist, erinnert mich die Hilfsbox daran. Klicken Sie einfach auf den Installieren-Button oder den Link in Ihrer Hilfsbox und wählen Sie dann bei Mailvelop das Plugin für Firefox oder Chrome als Browser aus, je nachdem, was Sie verwenden. Sobald Sie das Plugin hinzugefügt haben, erscheint rechts oben ein Schlosssymbol. Klicken Sie bei Mailvelop auf Optionen und dann auf die Liste der Schlüsselanbieter. Bei der Einrichtung ist es wichtig, Ihren Domainnamen neu zur Liste hinzuzufügen. Den genauen Namen finden Sie in der Hilfsbox zur Verschlüsselung. Außerdem schalten Sie hier bitte die API, also die Programmierschnittstelle, ein. Schließen Sie Ihr Mailfenster jetzt einmal und öffnen Sie es über Mail verfassen erneut. Damit gelangen Sie automatisch zur Mailvelop-Schlüsselverwaltung. Hier können Sie neue Schlüssel erstellen oder vorhandene importieren. Habe ich zum Beispiel schon einen Schlüssel für einen anderen Browser, importiere ich ihn hier. Entweder importiere ich hierzu die entsprechende Datei oder ich füge den Text direkt per Copy and Paste ein. Möchten Sie sich einen neuen Schlüssel erstellen, geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an und legen Sie Ihre eigene Passphrase fest. Die Generierung des Schlüssels kann eventuell einige Minuten dauern. Klicken Sie danach auf Schließen rechts oben. Um eine verschlüsselte Mail zu verfassen, öffne ich jetzt wie immer mein Mailfenster und klicke dann nach dem Schreiben auf das Schloss-Icon. Voraussetzung ist, dass ich den öffentlichen Schlüssel des Empfängers bereits gespeichert habe. Andernfalls erinnert eGroupware daran, ihn zu importieren. Der Empfänger der verschlüsselten Mail dekodiert diese immer über seine Passphrase. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich Ihre Passphrase gut merken oder sicher irgendwo notieren. Als Empfänger geben Sie zum Dekodieren einfach Ihre Passphrase ein. Die Antwort auf eine verschlüsselte Mail wird automatisch auch kodiert. Dies können Sie gegebenenfalls ausschalten, allerdings sind Ihre Daten dann natürlich weniger sicher. Verwalten Sie über Infologs auch sensible Daten wie Personalvereinbarungen, technische Daten, Passwörter oder vielleicht Informationen aus dem Betriebsrat, können Sie diese ab jetzt auch vor ungewolltem internem Zugriff sicher schützen. Wenn ich zum Beispiel ein Infolog mit meinen Zugangsdaten erstelle, aber nicht möchte, dass die IT-Abteilung Zugriff hat, klicke ich einfach auf das Schlosssymbol. Lege ich ein Infolog für mehrere Personen an, ist es wichtig, dass ich die öffentlichen Schlüssel aller Beteiligten habe. Diese werden bei uns im Adressbuch in den Benutzerkonten gespeichert. eGroupware weist Sie aber immer darauf hin, wenn mal ein Schlüssel fehlt. Natürlich können Sie bestehende Infologs genauso im Nachhinein verschlüsseln. Auch kodierte Mails können Sie als verschlüsselte Infologs speichern.
Eine praktische Funktion bei der Nutzung codierter Infologs ist die entschlüsselte Vorschau. Hierfür bewegen Sie den Mauszeiger über den jeweiligen Infolog, geben Ihre Passphrase ein und bekommen eine Vorschau des Inhalts, ohne den Infolog zu öffnen. So lässt sich noch schneller mit Infologs arbeiten. Zum Abschluss noch zwei häufig gestellte Fragen zur Verschlüsselung. Was genau wird eigentlich codiert? Niemals wird der Betreff oder der Empfänger der Mail codiert, sondern immer nur der Text. Wann sind E-Mail-Attachments verschlüsselt? Wird der Anhang über den oberen Bereich, also über die eGroupware, zugefügt, ist er nicht codiert. Wird er innerhalb des verschlüsselten Bereichs angehängt, ist er auch mit verschlüsselt. Wir sind am Ende unseres Tutorials und Sie wissen jetzt, wie Sie noch sicherer mit Mail und Infolog arbeiten.